Ich möchte Ihnen jetzt was zeigen. Ja, ich möchte euch auch was zeigen. Und zwar im zweiten Teil dieser Videoreihe zum Marktmodell. Im ersten Teil haben wir uns ja schon angeschaut, dass auf einem Markt Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. In diesem Teil wird es nun etwas theoretischer, denn wir werden uns mit den Prämissen des vollkommenen Marktes beschäftigen. Dass das Ganze dann doch nicht so theoretisch wird, das zeige ich euch in diesem Video. Dann legen wir mal los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Ja, in diesem Videoteil soll es um die sogenannten Prämissen eines vollkommenen Marktes gehen. Jetzt werden sich viele von euch fragen, Prämissen, was soll das denn sein? Prämissen heißt ja nichts anderes als Voraussetzung. Ich habe euch im ersten Teil dieser Videoreihe bereits erklärt, dass wir ja so etwas wie einen vollkommenen Markt betrachten werden. Das heißt, wir schauen uns ein Modell an, damit wir dann Regeln über den Preisbildungsprozess ableiten können. Und dazu braucht man eben einen sogenannten vollkommenen Markt. Im ersten Teil habe ich euch bereits erklärt, dass es sowas wie einen vollkommenen Markt nicht gibt. Es ist wie gesagt nur ein Modell. Und um dieses Modell zu verstehen, damit man weiß, wie das Ganze funktioniert, braucht man diese Prämissen. Die erste Prämisse ist die sogenannte Produkthomogenität, der nächste Fachbegriff. Homogen heißt nichts anderes als gleichartig. Das heißt, im vollkommenen Markt wollen wir nicht zulassen, dass unterschiedliche Güter in unterschiedlichen Qualitäten betrachtet werden. Das Ganze hängt damit zusammen, dass wir ja eindeutige Regeln festlegen wollen. Später werdet ihr sehen, dass es im Grunde genommen nur ein Kaufkriterium gibt, nämlich den Preis. In Wirklichkeit ist das aber so, dass die Konsumenten ihre Kaufentscheidung ja nicht nur nach dem Preis ausrichten, sondern zum Beispiel auch nach der Qualität des Produkts, nach dem Aussehen, der Größe und so weiter. Diese Unterschiede wollen wir im Modell des vollkommenen Marktes aber zunächst einmal außen vor lassen. Das heißt, wir wollen immer ein gleichartiges Produkt betrachten. In meinem Beispiel soll das jetzt mal ein Apfel sein. Das heißt, in Wirklichkeit, auf realistischen Märkten gibt es ja nicht eine Art von Apfel, sondern es gibt unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Qualitäten. Und jetzt seht ihr, dass Konsumenten, wenn sie Äpfel kaufen, natürlich nicht entscheiden nach dem Preis, sondern auch nach der Qualität, dem Aussehen und so weiter. Das heißt, Produkte sind in Wirklichkeit nicht homogen, sondern sehr heterogen. Und dann bedeutet das, dass man gar nicht entscheiden kann, welches Gut ist denn jetzt wo am günstigsten, weil eben diese Heterogenität vorliegt. Und jetzt seht ihr, wenn man später Regeln ableiten möchte, dann wird das Ganze viel zu kompliziert. Wir gehen davon aus, im betrachteten Markt, in diesem vollkommenen Markt, soll es nur eine Art von Produkt geben und das soll immer gleich sein, also homogen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wenn unterschiedliche Anbieter ein Produkt anbieten, dass ihre Produkte, also die Produkte der unterschiedlichen Anbieter, untereinander völlig austauschbar sind, weil eben eine Produkthomogenität, eine Gleichheit vorliegt. Eine zweite Voraussetzung des vollkommenen Marktes ist dann die Abwesenheit von Präferenzen. Der nächste Fachbegriff. Präferenzen könnt ihr übersetzen mit Vorlieben. Tatsächlich ist das nämlich so, dass wir als Konsumenten Vorlieben für bestimmte Produkte, bestimmte Hersteller, bestimmte Marken haben. Im vollkommenen Markt soll es jetzt so sein, dass wir als Konsumenten präferenzlos sind. Das heißt, wir haben keine Vorliebe für einen bestimmten Anbieter, für einen bestimmten Ort, an dem wir kaufen wollen und so weiter. Jetzt unterscheidet man die Präferenzen in persönliche Präferenzen, räumliche oder regionale Präferenzen und zeitliche Präferenzen. Bei realistischen Märkten ist es nämlich so, dass wir als Konsumenten zum Beispiel persönliche Präferenzen für bestimmte Anbieter haben. Das erkennt ihr immer dann, dass man zum Beispiel lieber im Markt A kauft als im Markt B, weil zum Beispiel der Verkäufer bei dem einen Markt netter ist als in dem anderen. Das heißt, ich habe Geschäftsbeziehungen, ich kenne den Anbieter und deswegen ziehe ich ihn vor. Das heißt, unabhängig vom Preis kaufe ich lieber bei einem bestimmten Anbieter. Diese Bedingung wollen wir im vollkommenen Markt herauslassen. Denn ihr kennt, das ist ja das Ziel, wenn man nachher Regeln über den Preisbildungsprozess ableitet, dann könnte ja jeder sagen, ja, aber ich mache das doch in der Praxis ganz anders, weil ich ja bestimmte Vorlieben habe. Nein, das soll nicht so sein. Im vollkommenen Markt möchte man voraussetzen, dass persönliche Präferenzen nicht vorliegen. Und genauso ist das auch mit räumlichen Präferenzen. In der Wirklichkeit spielt nämlich zum Beispiel die Distanz zu einem bestimmten Anbieter natürlich eine Rolle. Das heißt, ich würde zum Beispiel ein Produkt lieber dort kaufen, wo es teurer ist, weil ich nicht so weite Strecken in Kauf nehmen möchte. Ich kaufe das zum Beispiel lieber hier bei mir im Ort, als erst lange in die nächste Stadt zu fahren und das Produkt da zu kaufen, weil es da billiger ist. Das heißt, solche räumlichen Präferenzen wollen wir im vollkommenen Markt herauslassen. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie weit ein Anbieter von mir, also von mir als Konsumenten, entfernt ist.
Doch selbst wenn man die persönlichen und räumlichen Präferenzen herauslassen würde, würden natürlich auch noch zeitliche Gesichtspunkte beim Kauf eine Rolle spielen. Das hat zum Beispiel was damit zu tun, dass ein Anbieter schneller liefern kann. Er hat das Produkt vorrätig, kann es mir sofort übergeben. Und dann seht ihr, vielleicht würde man dann trotzdem das teurere Produkt kaufen, weil es gerade bei einem Anbieter vorrätig ist. Auch diese Bedingung, also zeitliche Bedingung, wollen wir aus dem vollkommenen Markt zunächst einmal herauslassen. Merkt euch einfach, im Rahmen der Präferenzen kann man drei Unterschiede feststellen. Die könnt ihr ganz einfach lernen. Ich denke, das habt ihr jetzt auch verstanden. Die dritte Voraussetzung eines vollkommenen Marktes nennt man dann Markttransparenz. Das Wort Transparenz, das wird der eine oder andere von euch schon kennen, das könnt ihr ja übersetzen mit Durchsichtigkeit. Das heißt also, man unterstellt beim vollkommenen Markt, dass die Marktteilnehmer, also Anbieter und Nachfrager, eine Markttransparenz haben. Das heißt eine Übersicht über alle Bedingungen, die im Markt gelten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ihr diese drei Prämissen des vollkommenen Marktes überhaupt lernen müsst. Vielleicht habt ihr erkannt, wenn im vollkommenen Markt diese drei Prämissen gelten, dann lässt man im Grunde genommen alle Bedingungen, alle Gründe für Kaufentscheidungen außen vor. Es bleibt nur noch ein Kriterium über, nämlich der Preis. Das bedeutet also, bei der Kaufentscheidung soll nachher nur noch der Preis eine entscheidende Rolle spielen. Alle anderen Bedingungen sind ausgeblendet im vollkommenen Markt und das Ganze gilt natürlich in realistischen Märkten nicht. Und an dieser Stelle werde ich dann häufig gefragt, warum soll man sowas überhaupt lernen, wenn es doch in der Realität gar nicht gilt? Das liegt daran, das habe ich euch bereits im ersten Teil der Videoreihe erklärt, dass man im vollkommenen Markt zunächst einmal den Preisbildungsprozess verstehen möchte. Man möchte einfache Regeln ableiten und wenn man dann diese Regeln über den Preisbildungsprozess verstanden hat, dann kann man sich Schritt für Schritt an realistische Märkte annähern. Das heißt also, merkt euch die drei Prämissen, die drei Voraussetzungen des vollkommenen Marktes. Ich zeige euch aber jetzt trotzdem mal, dann könnt ihr das auch besser wahrscheinlich lernen, dass das in realistischen Märkten natürlich so gar nicht gilt. Nehmen wir dazu einfach mal ein Produkt, was ihr alle kennt und was ihr auch alle habt, nämlich ein Smartphone. In der Praxis ist das ja offensichtlich so, dass das Smartphone, also das Handy, bestimmte Bedürfnisse bei uns befriedigen soll. Wir wollen telefonieren, wir wollen WhatsAppen und so weiter. Und dann werdet ihr vielleicht erkennen, dass sowas wie Produkthomogenität im Smartphone-Markt im Grunde genommen schon vorliegt. Tatsächlich erfüllen die meisten Smartphones eigentlich grundsätzlich die gleichen Bedingungen. Tatsächlich ist es aber so, und das wisst ihr alle, haben wir natürlich im Markt ganz unterschiedliche Modelle, die zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Premium-Modelle sind ja doch recht teuer, dann gibt es günstige Anbieter, die Smartphones anbieten. Und jetzt hört mal in euch selber rein, woran das eigentlich liegt, warum ihr mal das eine oder mal das andere Produkt kauft. Das liegt nämlich daran, dass die Hersteller ganz clever vorgehen und eigentlich homogene Produkte heterogenisieren. Und dann spielt nämlich der Preis nicht mehr die entscheidende Rolle beim Kaufprozess. Da seht ihr, dass man durch Produktheterogenisierung, das ist das Gegenteil von Homogenisierung, dass man durch Heterogenisierung erreicht, dass der Preis bei der Kaufentscheidung nicht mehr so die wichtige Rolle spielt, die er eigentlich spielen sollte. Doch selbst wenn man unterstellt, dass ihr erkannt habt, dass Smartphones im Grunde genommen doch recht homogene Produkte sind, dann spielen im nächsten Schritt natürlich die Präferenzen, also die Vorlieben, eine wichtige Rolle. Jeder von euch entwickelt automatisch eine persönliche Präferenz zu einem bestimmten Produkt, das heißt also hier zu einem bestimmten Smartphone-Modell oder zu einem bestimmten Hersteller. Wenn ihr mal in euch reinhört, dann werdet ihr erkennen, dass ihr zum Beispiel eine bestimmte Marke lieber mögt als eine andere Marke. Das heißt, Anbieter gehen hier hin und versuchen persönliche Präferenzen durch Marketing zu kreieren. Das heißt, sie werden versuchen, bestimmte Vorlieben, persönliche Vorlieben in dem Fall, für ein Produkt bei euch zu entwickeln und dann wird das bei eurer Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen. In der Praxis spielt bei euch dann auch häufig die räumliche Präferenz eine Rolle. Könnt ihr mal selber überlegen, wenn ihr jetzt ein neues Smartphone kauft, dann entscheidet sich der eine vielleicht, das kaufe ich hier bei mir am Ort, da fahre ich zum nächsten Anbieter, ich gucke vielleicht im Ort, wo kriege ich das am günstigsten, weil ihr nicht den weiten Weg in die Großstadt auf euch nehmen wollt, weil ihr nicht so weit fahren wollt oder vielleicht noch weiter fahren wollt, weil es da günstiger ist. Und dann erkennt ihr, dass natürlich auch die Verfügbarkeit, wo kann ich so ein Smartphone besonders günstig bekommen, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie weit ist das eigentlich von meinem Wohnort entfernt. Im vollkommenen Markt soll das aber so nicht gelten. Das heißt, die räumliche Präferenz wird ja weggelassen und dann spielt die räumliche Entfernung keine Rolle mehr.
Und letzten Endes, das könnt ihr euch ja selber mal überlegen, spielt natürlich auch die zeitliche Präferenz bei euch eine Rolle. Wenn ihr jetzt unbedingt schnell ein Smartphone kaufen wollt, dann überlegt ihr euch, wo bekomme ich das? Und dann fahrt ihr eben, wie gesagt, nicht weitere Strecken, weil das länger dauert. Oder das Smartphone ist hier bei einem bestimmten Anbieter gerade vorrätig, dann kaufe ich es lieber da, auch wenn es dort teurer ist. Und ihr seht, wenn diese drei Präferenzen gelten, dann spielt der Preis eine untergeordnetere Rolle. Er ist jedenfalls nicht der einzige Grund, warum ihr ein Produkt bei einem bestimmten Anbieter kauft. Und genau das soll eben im vollkommenen Markt ausgeblendet werden. Später, wie gesagt, können wir das zulassen. Eine weitere Bedingung, die es in realistischen Märkten eigentlich auch nicht gibt, ist dann die der Markttransparenz. Durch das Internet können wir zwar etwas mehr Markttransparenz bekommen, das Internet ermöglicht es uns, verschiedene Preise, verschiedene Anbieter besser zu vergleichen, aber letzten Endes kann man im Grunde genommen nie genau wissen, wo eigentlich welches Produkt gerade am günstigsten angeboten wird. Uns fehlt die Markttransparenz. Und jetzt seht ihr, dass je geringer die Markttransparenz ist, desto weniger kann man sich nachher sicher sein, dass man das preislich günstigste Produkt gekauft hat. Ihr seht also, dass in realistischen Märkten diese drei Bedingungen nicht vorliegen. Das heißt, realistische Märkte sind keine vollkommenen Märkte. Wenn ihr euch bereits mit den Prämissen des vollkommenen Marktes einmal beschäftigt habt, dann werdet ihr vielleicht genauso wie ich auf weitere Prämissen gestoßen sein. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass meines Erachtens ein vollkommener Markt nur diese drei genannten Prämissen aufweisen muss. Dennoch finde ich häufiger, zum Beispiel in Schulbüchern, noch weitere Prämissen. Eine weitere Prämisse ist dann zum Beispiel die des sogenannten Punktmarktes. Das heißt, es wird unterstellt, dass ein vollkommener Markt ein sogenannter Punktmarkt sein muss. Das heißt übersetzt, dass alle Anbieter und Nachfrage an einem bestimmten Punkt zusammenkommen. Da wir aber bereits die Prämisse der räumlichen Präferenz besprochen haben, erkennt ihr ja, das haben wir im Grunde genommen damit schon abgedeckt. Denn wenn eine räumliche Präferenz nicht vorliegt, dann ist das ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass der Raum, also die Entfernung zwischen Anbietern und Nachfragern, keine Rolle mehr spielt. Der Punktmarkt ist für mich keine Voraussetzung eines vollkommenen Marktes. Eine weitere Voraussetzung, die ich dann häufig lese, ist die der unendlich schnellen Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, viele behaupten, ein vollkommener Markt läge dann vor, wenn Anbieter und Nachfrager bei der Menge unendlich schnell reagieren können. Das ist meines Erachtens auch falsch, weil man mit dem Modell des vollkommenen Marktes auch dynamische Prozesse erklären kann. Das heißt also Prozesse, die im Zeitablauf stattfinden. Da gibt es einen bestimmten Prozess, das kann ich euch jetzt nicht hier nicht genauer erklären, da fehlt uns die Zeit. Da werden Anbieter nicht unendlich schnell mit ihrer Menge auf Nachfrageveränderungen reagieren können. Das heißt also wieder, diese Voraussetzung ist für mich keine Voraussetzung für einen vollkommenen Markt. Und dann wird häufig behauptet, dass die vollständige Konkurrenz eine weitere Voraussetzung des vollkommenen Marktes sei. Auch das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Diese Unterstellung geht nämlich davon aus, dass es einen vollkommenen Markt eben nur in diesem Polypol gibt. Das ist aber nicht richtig, denn es gibt den vollkommenen Markt auch in der Form des Oligopols und Monopols. Das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an. Ich wollte es nur mal ansprechen. Meines Erachtens ist auch diese Voraussetzung keine Voraussetzung für einen vollkommenen Markt. Für dieses Video reicht es jetzt erstmal aus, wenn ihr wisst, dass es die drei genannten Voraussetzungen, Prämissen des vollkommenen Marktes gibt, die müsst ihr kennen. Das Ganze wird euch leichter fallen, wenn ihr entsprechendes Übungs- und Arbeitsmaterial unter der bekannten Adresse von mir anfordert. Das stelle ich euch gerne zur Verfügung, dann könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe lernen. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video weitergeholfen habe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Das Ganze ist kostenfrei. Ihr unterstützt meine Arbeit damit. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich neue Videos einstelle. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.